So, da sind wir wieder auf dem Server der Melvin. Ich bin ganz kurz gemutet im DC, um euch das jetzt zu erklären, was vorgefallen ist in der letzten Folge. Schuld an der ganzen Misere war der Shuriken von CO2. Der hat dafür gesorgt, dass man einen kompletten Timeout gekriegt hat. Das stand, ich habe auch die Serverwarnung bekommen. Und ich habe den Shuriken jetzt einkassiert, erste Mal. Der CO2 darf das jetzt erste Mal nicht mehr machen. Ich muss jetzt alle Entities killen deswegen, darunter ist auch der Shuriken gefallen. Und jetzt können wir auch wieder ganz normal spielen und Spaß haben. Leider Gottes sind auch unsere ganzen Tiere davon betroffen gewesen. Aber das ist ja kein Problem, die spawnen wieder neu. So, und wenn nicht, dann werden sie halt über Spawn-Eier gegeben als Ausgleich dafür. Und ja, also CO2, sein Shuriken, der ist jetzt hier bei mir im ME drinne. Wo haben wir ihn? Wo ist der Shuriken hin? Lol. Da, das war er, der hat sich wohl irgendwo in der Wand verkeilt und gestackt. Und ja, ich entmute mich jetzt und spiele noch eine Runde mit Melvin. So. Da ist er. Ja, ja, deine Hühnchen sind ja jetzt auch alle weg. Meine Hühnchen? Die fallen mitunter die Entities. Meine sind auch alle weg. Meine Holzhühner. Meine Sandhühner. Hä? Wo bist du? Da hinten. Diesmal ist es nicht meine Scheu. Nee, aber es war doch schon scheiße. Mit dem Shuriken. Ich hab das Ding jetzt einkassiert und. Hatte das überhaupt gemacht? Also, das muss ich wohl irgendwo gesteckt haben in der Mobfarm bei denen. Es waren halt dann zu viele auf einem Haufen und. Ja. Dadurch stimmt, gab's, ja, ich wollte ja das Psyu-Ding machen. Dadurch gab es. Ja, ich habe das mal ausgestellt, weil das war immer leer und so wie es eine gewisse Anzahl an Saft hatte, hat es immer Psyu gemacht und war wieder leer. Aber okay. Guck mal hier rein. Ich hatte Langeweile halt nur und dieses Block auf Aluminium brast und das Konstant, das kriegst du, wenn du Kupfer und Aluminium, oh, beziehungsweise Kupfer und ich glaube Nickel war das, zusammen kombinierst. In die Schmelze? Ja. Ja, die ist jetzt restlos leer, jetzt kannst du erstmal loscraften mit dem, was du hier hast. Oh, du hast gerade gelebt. Ui. Jetzt muss ich aber mal was gucken. Hier kriege ich nichts. Wenn ich jetzt das Buch in der Hand habe, kriege ich auch nichts. Lol, das lag wirklich an dem Server-Scheiß. Guck mal, Wasser. Ja. Leg ich immer noch? Nein, jetzt geht's gerade. Gut, weil es gibt, glaube ich, ein paar Aussätze. Legen. Okay. Legen. Legen, legen, legen. Legen, legen. Aha. Nee, nicht legen. Nein. Nie. Lecki, lecki. Nein, nicht lecki, lecki. Aber guck mal, deine Hühner kann ich dir schon mal wiedergeben. Ich habe ein paar Hühnereier. Woher? Aus meiner Hühnerfarm. Ich habe doch bei mir dort Grasflächen. Da sind halt die ganzen Tiere drinnen und die Hühner legen ja die Eier. Und die werden durch einen Vakuumhopper eingesammelt. Ui, ich hatte auch mal irgendwo. Jetzt habe ich ganz viele kleine Hühner. Ja, Alfred ist da, der Peter, das Omelett, das Omelett, das Nugget. Das Chicken Wing das Wing Chicken. Und wie nennen wir den? Tyrox. Apropos, guck mal, was ich fertig gebaut habe. Guck mal, warte. Warte. Was? Du guckst dir das Huhn an. Sascha, Tyrox. Komm mal mit, guck mal, was ich hier fertig gebaut habe. Die Kiste? Jo. Tyrox wohnt in einer Riesenkiste. Sieht aber geil aus.
Irgendwie schon. Das. Allerdings hat er da keinen Boden. Ich glaube, wenn der dann hier so langläuft und sich denkt, auch hier ist Glas. Hui! Oh. Oh. Das. Aber sonst ist alles halt mit Glas verarbeitet. Ich hoffe ich doch mal. Ich glaube, die Decke. Ja, die ist aus Glas. Einer fliegen. Ja, und er fällt dann ins Void. Das ist einfach nur geil. Na, bei meiner Insel fehlt auch eine ganze Ecke mittlerweile. Aber die darf dort fehlen. Hast du die Aufnahme schon angeschmissen? Seit 5 Minuten läuft die schon. Oi. Warum? Nur so. So, aber ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal mit Botania weiter. Ich habe jetzt nämlich endlich rausgefunden, wie ich an die Botania-Pflanzen gekommen bin. Ja. Okay, die ersten Squids sind da. Dann dauert es nicht mehr lange, dann tauchen die ersten Tiere auf. Los, Tiere. Los, Bro. Okay, ich glaube, das, was ich machen will, wird nicht so. Wieso, was willst du denn machen? Oh, Mann. Was willst du denn machen? Hier dieses Kikoku-Schwert, aber ich glaube. Das. Nee. Oh, Nether Stars. Das tue ich mir nicht an. Oh, Elytrassen, die kannst du nicht craften. Das tue ich mir nicht an. Chorus Flower, oh. okay, Crush Block. Block of Diamond. Alter. Für ein Schwert. Ja, und wie viel Damage macht das? 14. Wow, da kriegst du dann mit Tinkers bessere Waffen zustande. Ja. Oh, ein Rubik. Ach, stimmt ja, ich wollte diese Deko-Bench machen. Okay. Ja, aber nur noch. Okay, ich verstehe dich nicht. Hä? Was? Nee, du willst Ach, hier von Deko-Craft. Ja. Oh, cool, da komme ich mir bei dir mal die Sachen abholen. Warum? Weil ich es kann. Da muss ich die Kugel bauen oder wie? Da muss ich das nie machen. Genau. Und was machst du für die Allgemeinheit? Ich sammle Hühnerkacke. Ja, und legst du bei mir ab, toll. Nee, das waren die Eier. Ja. Damit du auch mal welche hast. So, ich wollte aber bei Botania weitermachen. Botania. Das Büchlein einmal öffnen. So, da sind wir soweit. Der Runic-Altar. Pollen. Ich brauche eine Mana-Perle. Ich brauche einen Mana-Diamant. Ich brauche also einen Mana-Pool. Hast du doch alles in deiner ach so tollen Schmelze. Nee, das kriegst du nur über Botania. Oh. Dazu braucht man Mana. Und das Mana kann ich aber erzeugen mit Blumen. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Jetzt suche ich allerdings den Mana-Pool. Ey, das ist. Ich habe selbst diesen Peter gesucht. Hier gibt es so viele verschiedene Dinge davon und ich habe den einfach nicht gefunden zum Anfang. Ah, hier unten ist der Mana-Pool. Der geht ja easy. Ja, ich habe eine Deko-Bench. Yay, dann. Kannst du jetzt Strickleitern bauen? Ich will keine Leitern bauen. Warum nicht?
Nee, Strickleitern meine ich halt so, ne? SSIO. Das geht doch alles damit. 1, 2. Ernsthaft, ich muss da. Oh nee, ja. Farbe. Ich brauch Blümchen und Farbtuch. Ja. Und Lapis. Und Lapis. Aber Lapis hast du ja mehr als genug. Wenn du mal in deine, ja, Kiste, wenn du in deine Kiste reinguckst. Och nee, ich muss die ganzen Runen machen. Ach du Scheibenhuhn. Ich darf erstmal Nesserwarzen anpflanzen. Oh, jetzt steht das. Blue. Not enough resource to craft. Dann brauche ich mehr Blue. Wie erzeug ich jetzt Mana? Ich brauche erstmal so eine Schatte drin. Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Hallo? Tschüss. Na, ich suche gerade hier, wie ich diesen ersten Stock mache, da. Ich höre bloß, wie sie da, das Stein sich verwandelt. So, jetzt muss ich in die Kiste. Oder? Da haben wir den Stock. Jetzt ach nee, ich muss das jetzt mal verarbeiten. Du Heimatland. Die Dinger da. Okay, das geht. Ich habe genügend Pflanzen davon. Dann nehmen wir die gelben. Und das da. Lol, okay. Okay, ich habe den Fehler gefunden. Melvin. Nein. Warum? Boah, ich hoffe es. Oh, jetzt muss ich gucken. Gibt es so einen Fliegenfänger oder so mit Deko? Ein was? Ein Fliegenfänger, so ein Mückennetz oder keine Ahnung. Hallo, du da. Hier, da rein. Arschloch, das will ich auf dem Schirm. So. Genau. Boah, hier kann man voll viel. Tag, Nacht oder Feuerblume? Was stelle ich mir her? Das ist der Black Lotus. Boah, leck mich fett. Ey, das ist so eine. Weiß ich nie, Mod. Fallen Kanade. Gesundheit. Ja. Ach nee, hier unten gibt es ja noch mehr Grünzeug. Auf der Rückseite auch. Oh mein Gott. Aber nicht die Pflanze, die ich suche. Arschloch. Deine Schuld. Nein. Es kann nicht immer meine Schuld sein. Na doch, weil du dich mit der Mod nicht befassen tust. Ja, das machst du doch schon. Ich will die gar nicht. Das Projekt ist eigentlich dafür da, dass man sich mit jedem Mod auseinandersetzt. Ich habe ja schon sogar hier mittlerweile von Agrikultur Erdpflanzen, Inferium Essenz und Redstone Pflanzen. Ja, genau. Was kann man eigentlich alles, dieses Atomic Reconstructor so... Du musst unten at Aktuali eingehen, also von dem Mod. Und da siehst du dann so die diversen Blöcke, wenn du die anklickst, was du da vor dem Atomic Reconstructor setzen musst. Zum Beispiel Diamanten, Eisen, Redstone, Kohle, Lapis und sowas. Ach so. Ja, das braucht man halt für einige Rezepte. Ich suche jetzt diese Feuerblume. Gott, ey, der Mod. Als nächstes. Wand of Forestry. Warte mal, es gibt ein... Es gibt ein was? Es gibt anscheinend ein Huhn, das
Feuerwerksraketen legen kann. Cool. Living, ja, Living Wood war das. Ich brauche diesen ersten Zauber oder nennt man es Zauberstab? Nee. Eins. Zwei. War das der? Wand of Forest, genau. Da ist er. Kann ich jetzt damit die Dinger hier irgendwie... Oh, jetzt sehe ich, da fällt die Mana. Yay. Hallo? So. So. Wie stelle ich jetzt Mana her? Mana Manipulation, Mana Pool Hammer, Mana Spieler Hammer, Mana Tablet. Was? Ja, dazu brauche ich so einen Diamanten. Jetzt muss ich nur sehen, wie ich Mana herstelle. Dafür brauche ich die Runen. Okay, läuft, ja. Zweimal braun, einmal grau, einmal rot. Also braun haben wir hier zweimal. Du willst mich doch verarschen. Wo habe ich verdammt noch... Oh nee. Ich habe keine rote Mystikelpflanze. Da haben wir eine. Und da haben wir eine graue. Einmal rot und einmal grau. Wasser wieder da rein. Du kannst ruhig reden. Ja, ich habe gerade nur meiner Mutter geredet. Warum? Jetzt brauche ich wieder Seed. Weil. Baum. Ja. Oh, jetzt will ich was austesten hier. Und was mache ich jetzt mit der? Endoflame. Warte mal, die verbrennt doch Sachen, oder? Was denn? Verbrennen. Verbrennen. Was? Die hat's halt wirklich verbrannt, das Holz. Also wenn du nächstes Mal zu mir fliegst, ich glaube, da muss man auf den Bildschirm achten, weil ich habe da irgendwas eingetippt. Wenn man zu mir in die Zone fliegt. Ich kann ja gleich mal gucken, komm. So, Deko. Brauch Deko. Nichts, was bauen kann, weil ich kein Rot habe. Wo bekomme ich eigentlich Gras, Erde her? Du musst Dirt sieben und dann kriegst du Gras-Seeds raus. Und damit das letzte setzt auf einen Dirt-Block und dann hast du Grasblöcke. Okay. Jetzt brauche ich erstmal Dirt. Kannst du dir bei mir abholen kommen? Wenn du genügend hast. Ja. Ich kann es auch jederzeit herstellen. Wie viel Mana braucht das denn? Oh, da sind viele Endermänner hier. Ja, die zertrampeln mir die Felder, das fuckt mich ein bisschen ab. So. Da im ME hinten. Ach du Mann. Das hat halt noch nicht gereicht, ernsthaft. Danke. Was? Du bist ja gar nicht sauer. Was hast du mit meiner Insel gemacht? Deiner Insel? Was?
Wieso fehlt hier? Das war schon so. Melvin. Das kannst du mir nicht erzählen, was doch. Melvin. Nee. Es schiebt die Schuld nicht auf mich, das war's genau, du. Aber hier, guck mal bitte die Endermänner an, dass die sich verpissen, denn die machen ja, einer ist schon hinter mir her. Ja, die machen mir sonst die Felder kaputt. Alter, der eine. Der die Hilfe. Ja, komm. Kommt alle mit. Ja. So, hab ich gesagt, du sollst aufhören, mich zu verfolgen. Kommt, wir gehen zu CO2. Oh, sind die laut. Boah, waren die laut, ey. Ich muss unbedingt meinen Ring erstmal absetzen. Ich saug jedes Mal wieder alles auf. Jetzt kommt der Aua. CO2. Einfach. Das dauert ein Weilchen. Vielleicht ist der voll, wenn man wenn ich die nächste Aufnahme starte. Hä, die greifen mich gar nicht mehr an.